Ich fange mal an. Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Rathode, beim Clan Herausforderer. Eigentlich müsste ich jetzt 10 Minuten lang mal meinen Mund halten, weil ich einfach sprachlos bin. Nein, das mache ich natürlich nicht. Also Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich bin so stolz auf diese Community hier. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr habt es im Thumbnail gesehen, ich bringe euch auch noch eine Folge heute, denn das kann ich euch nicht schuldig sein. 50 Grüne hier, sind es wirklich 50? Ja, im Moment sind es nämlich nur 49 Grüne. Einer hat uns leider schon verlassen, wir können mal schauen, wer es ist. Ich nehme ihn jetzt voll auf die Schippe, denn er hat heute den Clan hier 3 oder 4 Mal verlassen. Ich weiß nicht, was es soll, Madness. Also Madness hier, der kommt ja auch nicht mehr in Clan rein. Der ist ja jetzt heute 3, 4 Mal rausgegangen, reingegangen, beleidigt gewesen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele oder einige junge Leute versinken hier im Selbstmitleid. Aber ich habe selber so ein bisschen das Gefühl, während wir hier mal über unsere Bases gehen, dass dieser Clan hier schon seit Ewigkeiten besteht, muss ich mal so sagen. Echt, ich bin sowas von geflasht von euch, denn ich weiß nicht, das Gefüge ist der Hammer, ist der Hammer, wirklich, wirklich, wirklich. Und auch der Clan hier, sowas von ausgeglichen, 12er, 11er, 10er, 9er, 8er und es geht runter bis zu unserem einzigen 7er, der aber auch die Bedingungen hier erfüllt hat. Er hat auch schon Drachen bekommen. Also hier gibt es nicht unbedingt jetzt die Max-Drachen. Die wird es, glaube ich, vielleicht doch noch geben, denn der Quantus ist hier mit im Clan. Also wir haben hier den Thiele, wir haben den Swash, wir haben Thorsten Quantus. Sicherlich auch ein Begriff, der uns hoffentlich noch die Max-Drachen irgendwo in die Clanbogen reinpackt. Nikolas, Tonne, Roberg, das sind hier die Hauptdarsteller. RM Bigfoot habt ihr, glaube ich, schon kennengelernt. Baby Bash. Gary, vielen lieben Dank, dass du so kurzfristig einspringen konntest. Er ist hier Co-Leader gewesen, hat heute das Ganze mit mir so ein bisschen koordiniert. Also ich habe ja so ein bisschen geschwächelt. Ich glaube, er hat die meiste Arbeit gehabt, aber er hat das so gut gemacht. Und Jenhana, Weber, Rotes Feuer, Mephisto, der mit mir da oben in Legende rumeiert. Dark Angel, Panzerphone, das ist, glaube ich, der Yitri XX18, was es auch mal heißen soll. Aber ich glaube, es ist so. Marcel, Timboy, I Love Walls, YouTube KVD, Aran, Battlecat, Max. Okay, Madness haben wir gerade kennengelernt. Dajul aus AT, ich glaube auch Austria. Also auch Grüße an die Kollegen nach drüben. Kugelblitz, Mobile Fanboy. So einen kannst du immer gut im Clan gebrauchen. Louis the Legend, Hold My Donut. Echt krass. GML ist wichtig. Also die beiden hier oben sind Hold My Donut. GML ist wichtig. Max RH9er. Keine Liga, aber die wissen, was sie tun. Und Gemüse 6000. Richie, Johannes, Faser. Lass mich ruhig so ausholen. Dominik, der Zerstörer. Luca, Dubstep, Buddy oder Bobby heißt es, glaube ich. GVL, QXY, IMP, Alessandro, Tadris, Pitz, Tavinia, die Kläranlage ist ja auch der Hammer, der Name. Elias, Flipper und Leonose. Also, ich bin ganz, ganz stolz auf euch. Und ihr seht das hier, wir sind wirklich alle grün. Es ist der Hammer. Und der Clan hier, ich meine, wir haben jetzt, ich gucke mal auf den Tacho, 22.05 Uhr, 14 Leute online. Und die Leute hier, die battlen, die chatten, als wenn es niemals einen anderen Clan gegeben hätte. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Und ich zeige den Angriff einfach mal. Juli ist einfach so nach dem Motto, wenn man Mobile Fanboy mal kopieren will, mal gucken, was draus geworden ist. Also wirklich, ich hab so ein bisschen das Gefühl heute Abend gehabt, auch nach dem Stream, er war ja also gegen 6:30 zu Ende, habe ich das Gefühl gehabt, die Leute hier, die sich hier gefunden haben, die waren noch nie woanders. Die waren immer zusammen und haben schon immer Clankriege gemacht. Oder sie waren schon immer irgendwie in dem Clan hier. Also,
ich weiß gar nicht, wie viel Daumen ich euch dafür geben kann, dass das heute Nachmittag so super geklappt hat, obwohl es ja für mich eine sehr, sehr untypische Streamzeit war. Also 16:30 gehe ich normalerweise nie online und ihr könnt sicher sein, ja, gehe ich heute auch nicht online. Aber ich wollte euch zumindest tagsüber schon mal so ein bisschen auf den Laufenden halten. Ich werde heute Abend, denke ich mal, streamen. Wie auch immer ihr eure Angriffe seht, in der Wiederholung, im Live-CK, wie auch immer, wir werden so ein bisschen was zusammen machen. Ist einfach mal so. Das bin ich euch so ein bisschen, hatte ich ja schon gesagt, ich bin es euch ein bisschen schuldig, dass wir mal wieder was machen. Denn, der Alex hat mir noch was übergelassen. Denn, ihr mir so stark hier die Stange haltet und die Fahne haltet im Kanal, egal ob das bei YouTube ist oder auch bei Twitch heute Abend, war es wieder super, muss ich sagen. Hat mich total gefreut. So ein bisschen habe ich zwar auch an meinen beiden Kanälen gearbeitet, ein bisschen die Beschreibung angepasst. Das sind immer so Kleinigkeiten. Aber die machen es ja manchmal aus. Und ja, ich weiß nicht, ich bin überwältigt, echt. Ich bin ganz, ganz komisch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das wieder gut machen soll, dass ihr so einen tollen, dass ihr so geil seid hier. Echt, ich muss es mal so sagen. Denn wenn ich das sehe, die 14 gehen einfach nicht weg. Die 14 gehen einfach nicht weg. Und ich habe erst einen einzigen Angriff heute Abend selber mal machen können, um so ein bisschen nachzufarmen hier. Aber ihr seht das, ich bin auch relativ gut voll hier. Und Tavina fordert ein RH9 raus. Also hier wurde so viel gebettelt heute, auch nach dem Stream hier. Das hat nicht aufgehört, die ganze Zeit nicht. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, Mensch, ein Angriff hat der Tode ja mal zwischendurch geschafft. Einen einzigen habe ich mal in der Lupe gepackt hier. Wenn auch nicht so ganz dolle, aber mit den Truppen, die so ein bisschen überbleiben. Denn, ja klar, wir spenden hier, alle machen hier, tun hier. Deswegen habe ich ja zu Anfang gesagt, ich könnte eigentlich hier 10 Minuten auch den Mund halten und könnte einfach sagen, Leute, ich bin sprachlos, ihr macht das super, super, super toll. Ich könnte das ewig mit euch wiederholen oder einfach so lassen, wie es ist. Denn wir haben so viel Stimmen heute schon gehabt hier, so nach dem Motto, kann der Clan nicht ewig bestehen und nicht nur ich hatte das Gefühl, dass wir hier ja schon ewig zusammen spielen. Scheinbar spielen wir hier schon die ganze Zeit zusammen. Wir haben es nur noch nicht gemerkt. Also echt, es ist wirklich, wirklich krass. Ja, und den Angriff habe ich mal so ganz nebenbei gemacht. Mein Warden wird jetzt in, ich glaube, so knapp 10 Stunden, ich werde gleich noch so eine Potion einwerfen, damit ich ein bisschen üben kann. Denn ich bin ja auch mit dem RH12er hier jetzt, ich glaube, knappe 4 Wochen nicht mehr in Clankriegen gewesen. Ich meine, gut, ich sag's mal so, das Clash of Clans ist, wenn keine Updates dazwischen kommen, so wie das Windsurfen, das kann ich immer noch, man verlernt es nie. Ja, also 1-2 Stunden auf dem Brett stehen und dann bin ich wieder drin. Das ist hier natürlich, oder das könnte hier ähnlich sein, wenn es nicht immer mal wieder ein Update gibt oder so, aber ich glaube, den Lot habe ich ganz gut mitgenommen hier und auch den Bonus in der Legende. Ich bleibe hier oben. Einer hatte mir heute in die Kommentare geschrieben, habe ich auch vernommen. Toto, du musst ein bisschen weiter runter bei den Clanspielen, dann wird das auch ein bisschen schneller was. Ja, die Clanspiele, ich glaube, die Folge war ja mit dem Avatar. Mit dem Thorsten habe ich das gemacht, was ich kann. Ich bin hier oben im Moment eigentlich so weit zufrieden, dass ich sagen kann, ich bekomme meinen Lot, ich bekomme den Bonus und muss nicht so viel angreifen hier wie in unteren Ligen. Untere Ligen liegen mir eigentlich nach wie vor ein bisschen besser, denn diese Legendenliga, das ist nicht mehr so das Clash of Clans, was ich mal gekannt habe. So, du pusht ordentlich und machst einen Angriff nach den nächsten, rockst die Bases, sondern es ist eher so ein bisschen, du wartest auf den Gegner, machst ihn, nimmst den Bonus mit und 13 von 49. Die Leute gehen hier einfach nicht, lohnt's. Kann ich allerdings immer spenden, gar keine Frage. Also auch das geht hier sehr, sehr gut. Und es melden sich ja hier wirklich alle zu Wort. Ihr seht das schon hier im Chat. Hier geht es richtig rund. Und um nochmal auf unseren CK-Gegner zu kommen, den haben wir ja noch nicht gesehen. Also wir haben eine kleine Rusher-Bande erwischt. Ihr seht das da oben. 1 auf 16. Ja, das ist leider so in so Community-Clans.
dass du, wir sind ja super besetzt hier, wenn ihr das mal seht, wir sind fünf Zwölfer hier und die sind nicht schlecht, das kann ich euch sagen, alle. Dann haben wir die weltbesten Elfer, wir haben die total geilen Zehner, wir haben die Neuner, ich glaube, ich hätte fast gesagt die Neuner, das ist die Elite hier aus Gär, aus Deutschland. Dann haben wir hier die Achter und selbst wenn ich mir den letzten Achter anschaue, das ist der, jetzt muss ich mal gucken, das ist der Flipper auf Nummer 49. Guckt euch die Base an, guckt euch den Flipper an. Der ist noch nicht lange auf diesem Status. Jetzt gehen wir mal einen höher auf den 48er. 10er King, maxed out Rathaus 9 Base. Also echt krass, muss ich mal so sagen. Eure Dörfer sind super. Ich habe mir heute ganz, ganz viele angeschaut. Einige haben schon ihre Base umgestellt. Finde ich auch wirklich, die Zusammenarbeit hier ist einfach genial. Es ist einfach genial. Ich bin so ein bisschen überwältigt und ihr seht das hier ab 5. Müssen natürlich unsere Elfer vielleicht auf diese Bases heran, da schauen wir mal. Die sind schaffbar. Also wenn ich unsere Leute so sehe und unsere Bases, unsere Helden, unsere Statis, also wie viel Clankriege gewonnen, beziehungsweise wie viel CK-Sterne, dann sehe ich, dass sie sowas von zuversichtlich. Ich hätte fast gesagt, das ist locker was für ein Zehner hier. Ich will mich nicht ganz aus dem Fenster lehnen, aber unsere besten Neuner hier, die packen hier fast 3 Sterne. Die packen hier fast 3 Sterne. Hier haben wir wieder ein bisschen was mit Adler. Also wir haben es hier mit Engies zu tun. Wir haben es hier mit Engies zu tun, vor allen Dingen im unteren und mittleren Bereich. Ich hoffe, ja, wir sehen das total zuversichtlich hier. Wir haben, ich glaube, alle haben sich schon mal die Bases angeschaut. Auch die Neuner. Ich meine, der Gegner hat leider nur einen Achter hier. Das macht aber nichts, denn der Rest hier drüber, das könnt ihr euch so vorstellen, der ist gerusht. Und mal sehen, wie wir uns gegen diesen Clankrieg oder gegen diesen Gegner hier schlagen. Also nach wie vor hört das hier nicht auf. Es ist schon wieder einer dazugekommen. Leute, Leute, Leute. Also nochmal eine kleine Update-Folge für die, die im Livestream nicht dabei sein konnten. Es wird heute Abend wieder einen Livestream geben, wenn er denn etwas später kommt als die, die dann schon vorher angegriffen haben. Ja, so muss es sein. Ihr werdet euch alle sehen. Ich werde nicht alles zeigen können. Das ist einfach so. Und nochmal vielen lieben Dank an alle, die sich hier beworben haben, die hier in den Clan rein wollten. Wir konnten nicht alle annehmen. Der Clan war oftmals so schnell mit Anfragen voll, dass Clash of Clans bzw. das Spiel gemeldet hat. Geht im Moment nicht. Sorry. Wir haben das Beste getan. Also meine Wenigkeit, der Gary, der Thiele. Alle, die hier so ein bisschen mitgeholfen haben. Vielen lieben Dank nochmal. Und vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr das hier so möglich gemacht habt. Ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend und wir sehen uns auch am Sonntag, denke ich mal. Ich hoffe es einfach mal. Bis dahin, euer Thorsten.